Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy aus dem Handelsposten und zwar geht es um die Monatsbelohnung aus dem Juni 2024 und zwar werden wir hier im Abenteuerführer einmal den Balken vollfüllen, wo wir 1000 Punkte uns erspielen müssen durch alle möglichen Aktivitäten. Ich persönlich habe mit einem Haufen Panda-Mix-Gedöns, das einmal schon abgeschlossen, mit täglichen Quests, Bronze verdienen, Sachen upgraden, das ging relativ zügig, weil das alles ganz gut Punkte bringt. Und ja, dann könnt ihr euch das nämlich hier aus der Kiste holen, in SW oder in Okrima, bei eurem Handelsposten. Und wenn bei euch der Juni quasi schon abgelaufen ist, dann kann ich euch empfehlen, schaut immer mal wieder beim Handelsposten vorbei. Ich vermute, dass die Items, die ehemalig quasi als Monatsbelohnung angeboten werden, auch in den Handelspostenpool irgendwann aufgenommen werden. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Ding an. Und zwar haben wir hier extrem Wasserstrahlanzeige. Und ich fliege jetzt hier extra weit weg. Ich habe die nämlich schon ein paar Mal probiert. Am Anfang, die ersten Tage, war die komplett verbuggt. Deswegen kommt das Video jetzt erst ein bisschen später. Und jetzt, wenn man es in der Nähe aufstellt, war es auch noch verbuggt. Jetzt hoffen wir mal, wenn ich hier einen Ticken weiter wegfliege, dass wir hier das Ding einmal aufstellen können, dass das auch funktioniert. Und ja, diesmal hat es funktioniert. Nein. Ich hasse dieses Teil so sehr. Ja gut, jetzt hat das Ding eine halbe Stunde Abklingzeit. Ich dachte schon, dass das passiert. Deswegen, ich bin im Panda-Mix nebenbei noch ein Rare am Campen für ein bisschen Stuff. Jetzt probieren wir das mit dem zweiten Char. Ich sag's euch, ich habe das Video jetzt das fünfte Mal, glaube ich, schon aufgenommen. Weil das jedes Mal dann wieder verschwindet und ich es nicht zeigen kann. Handelsposten, da haben wir es. So, jetzt probieren wir es mit einem Panda-Mix-Char. Stellen wir das Ding auf. Das muss mal schnell sein. Also wir klicken jetzt drauf. Ah, schau mal, hier bleibt stehen, so wie es aussieht. Und jetzt muss ich kurz meinen Rare umbringen hier. Der ist gerade gespawnt, den ich campe. Und dann schauen wir uns die Wasserpistole an hier. Was ein Zufall. Ist der auch noch am Start hier? Jetzt habe ich die Wasserpistole und kann den nicht anhauen. Schwierig, können wir die wieder wegklicken? Ah ja, okay. Also, mein Rare habe ich umgehauen. So, jetzt können wir nochmal die Wasserpistole anschauen. So, also, hier haben wir das schicke Teil. Das gibt verschiedenste Farbvarianten. Also, ihr seht da eine gelbe und so eine pinke. Es gibt aber noch mehr. Ich habe jetzt eine blaue. Hier ein bisschen weg alles. Dann, das ist ein bisschen mit gelb. Nochmal mit gelb. Dann haben wir hier diese pinke. Dann auch mit ein bisschen grünen Elementen und im Endeffekt, das ist noch eine graue, also da gibt es schon ein paar verschiedene Farbvariationen. Und im Endeffekt funktioniert das folgendermaßen, wir können damit halt vorne rausschießen, hat eine kurze Abklingzeit von 2 Sekunden. Ist auf jeden Fall eine witzige Sache, können wir so eine kleine Wasserschlacht machen, ihr könnt euch den Button hier auch binden, wie ihr seht. Und ja, könnt eine kleine Wasserschlacht dann gegen andere Leute absolvieren. Übrigens, wenn ihr das aufstellt, bleibt es ein Weilchen da und andere Spieler können da quasi auch mit draufklicken. Genau. Juti, das war es eigentlich dann soweit, was ich euch zeigen wollte bei dem Toy. Ihr habt gesehen, es ist teilweise ein bisschen buggy, dass das dann immer wieder verschwindet, wenn ihr das einmal aufsetzt oder hinstellt. Ein SW, keine Ahnung, ist es bei mir jetzt jedes Mal verschwunden. Aber jetzt hat es eigentlich geklappt mit der kleinen Aufnahme. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem kleinen Toy. Habt euch gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.